Thorsten Leibenert. Morgen geht's gegen Braunschweig. Im Testspiel haben wir da schon verloren und die haben auch am Sonntag Bamberg besiegt. Ist Braunschweig dieses Jahr stärker als letztes Jahr und stärker als erwartet? Für mich sind sie nicht stärker als erwartet. Ich glaube aber, dass sie stärker als letztes Jahr sind. Haben die Mannschaft mit sehr viel Erfahrung zusammengesetzt, haben darüber hinaus mit Tim Abromaitis und Trent Lockett meiner Meinung nach zwei sehr interessante Spieler verpflichtet. Und haben in meinen Augen das Zeug zur Überraschungsmannschaft diese Saison. Welche Rückschlüsse hast du aus unserem Testspiel und aus dem Spiel gegen Bamberg geschlossen? In beiden Spielen war Kyle Visser der entscheidende Faktor. Dessen Wirkungskreise werden wir morgen einengen müssen, wenn wir die Braunschweiger schlagen wollen. Er hat gegen Bamberg, ich glaube, 25 Punkte gemacht. Auch bei uns im Testspiel war er nicht zu stoppen. Und da müssen wir von der ersten Sekunde an wirklich aufpassen. Er läuft den Fastbreak sehr schnell, ist sehr früh in der gegnerischen Hälfte. Und wir dürfen da nicht zu passiv agieren, sondern wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, dass er den Ball nicht leicht bekommt. Sonntag gegen Frankfurt lief es ja recht gut auch für dich persönlich. Was lief da aus deiner Sicht anders als Freitag gegen Oldenburg? Man merkt, dass wir noch eine Mannschaft sind, wo viele Spiele einfach neu sind. Und allein schon zum Oldenburg, zum Vergleich zur Vorbereitung war schon ein Riesenschritt vorwärts. Und jetzt auch nochmal Frankfurt war nochmal ein Riesenschritt. Also ich glaube, wir waren wesentlich disziplinierter und die Abstimmung hat schon wesentlich besser geklappt. Wir hatten viel besseres Spacing auf dem Feld. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass Oldenburg auch ein Meisterschaftsfavorit ist und uns natürlich das auch nicht gerade leicht gemacht hat. Aber die Kurve zeigt nach oben. Definitiv. Dankeschön.